Weiter geht's. Geralt? Lambert. Auf geht's. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Unbedingt. Okay. Ist das eben jetzt sich nochmal aufgeladen oder verstärkt oder? Dann rüstet das mal aus, das werden wir wahrscheinlich brauchen. Und ist ja schon so ein. Ha! Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexer Söhne, ich gehen weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Ach, das sind doch Brüder von Bart. Sehr gut. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Na toll. Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. So rein hier. Draus kommen wir nicht mehr. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zum Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Vielleicht können wir irgendwie. Wir wollen euch nicht wehtun. Manipulationen, wir haben ja Steine drei, nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein, Hexessen nicht hauen zurück, nur Brabbel Brabbel, Hexer, gut. Dumm Troll, du, Hexessen Monster töten, Trollsen sein Monsters, ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann wir gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Wir gehen auf keinen Fall ohne Schwerter dort rein in den Kreis. Das kommt nicht in Frage. Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Bosskampf. Kopf. Wenn wir Bosskampf nicht schaffen. Das schaffen wir auch nicht. Wenn ich noch zu unterlevelt. Ja, so viel dazu. Ich sag du wozu. Ja gut, dann lassen wir unsere Waffen wohl doch hier. Und gehen unbewaffnet ins Finale. Was für eine geniale Idee. In den Ring, in den Kreis dort, von dem er uns erzählt hat, dass der Spiel. Dass das. Okay. Das müssen wir wohl jetzt schaffen.
Wie sollen wir diesen Kampf denn jetzt schaffen? Ist absolut unmöglich. Gut, so unmöglich wohl doch nicht. Vorne hat er eine Schwachstelle. Ah, sehr gut. Ein weniger. Nein! Muss man lernen auszuweichen. Wenn ich eine 3 auf einmal angreifen würde, wäre das ganz... Okay, das kriegen wir schon hin. So, haben wir geschafft. Sehr nice. Ich dachte schon. Nach dem ersten Mal sterben, dachte ich mir. Es wird wieder schlimm. So, na dann, weiter hier. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die Waffen. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. 25. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay. Fackeln. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Bin schon dabei. Nacht kommen auf den Altar. Ah, okay. So. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Sehr schön, nach dem Kampf ein bisschen meditieren. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Echt eine tolle Geschichte. Nicht wahr? Ein echter Schenkelklopfer. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Bezaubernd. Verstehst du? Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte?
Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Aber wir müssen wiederkommen. Hat das jetzt abgebrochen oder wie? Gut. Na dann, zurück. Scheint wohl fertig zu sein. Nach dir, mein Herr. Dazu war das jetzt nötig, exakt hier an diesen Kreis zu kommen. Um das den Witterungsverhältnissen auszusetzen, hätte man sich einfach vor die Tür stellen können. Aha, okay, jetzt haben wir wieder mal einen Gabelschwanz anlockt. Und die Rüstung ist kaputt. Ich hoffe, die können wir in Kermohen. Das müssen Eskelspuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Rüstung reparieren kann man hier nirgendwo. Das macht es nicht unbedingt besser. Was auch immer das zu bedeuten hat, so. Wir haben ja ein Rüstungsreparaturset. Sehr ein Rüstungsreparaturset. Nächstes ist das wieder gut gemacht. 89%. No, 100%. Das ist schön. Wie nagelneu die Rüstung. Okay, hier geht's lang. Das eine Schwert ist noch kaputt, aber naja. Das wird wohl noch ein bisschen halten müssen. Verfolgende Spuren. Durchs Wasser hindurch. Ah, hier geht's weiter. Ah, hier geht's in den Wald rein. Gut, dass wir mal gucken. Ein Zickgestrüpp. Okay, Geräusche. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion? Schönes Tier, Eskelzelhage. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Verbessertes Drakonierenöl. Aha. Trägt mir ein fremdes Pferd. Das gibt's hier gar nicht.
Langsamer. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Hier, wo geht's jetzt weiter mit den Spuren? Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Beweg dich! Die Nase nach. Mach langsam. Gibt's hier eine Brust? Ein Stückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ah, sehr gut. Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Ach, hier lang. Oh, Wölfe. Hier weiter hoch. Langsamer. Langsamer stehen. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Aha. Los, lauf! Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Yen hält euch ganz schön auf Trab, wie? Hat schon Befehle gebrüllt, als erst ein Fuß aus dem Teleport ragte. Als ich etwas entgegnen wollte, sagte sie... Damen darf man nicht unterbrechen. Genau. Manchmal bin ich froh, dass meine hässliche Fratze mir die Frauen vom Leib hält. Äußerlichkeiten sind nicht alles. Jedenfalls nicht für alle Frauen. Das stimmt. Die meisten mögen auch dicke Geldbörsen. In der Hinsicht kann ich auch nicht prahlen. Psst, hörst du? Er kommt. So, auf geht's. Hau ab. Hau ab, Pferd. Wo ist seine Schwachstelle? Der Kopf vermutlich. Auf die Flügel! Falsches Zeichen. Komm wieder runter. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der Blutsprung. Habe ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich habe mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr. Mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen. Kukudi, kukoda. Was nicht kenne ich. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler.
Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Ja. Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Das Lied hatten wir mal, das hatten wir mal irgendwo mal, ich glaube in der Grundschule. Ich erinnere mich dunkel. Und wir haben das mal gelernt. Und zwar auf verschiedenen Sprachen. Das gab es noch auf Englisch, auf Französisch. Le Coq ist irgendwas. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Lateinisch. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Gallus Nostamotus, wie das hieß. Latein. Und sein. Brenner. Sehr schön. Das ging schnell. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Schön blutig. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Doch, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie wir den Fluch ohne sie brechen sollen. Wir hätten Triss um Hilfe bitten können. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn Yen Uma nicht helfen kann, können wir immer noch zu Triss gehen. Die wird uns keine Vorwürfe machen. Umgekehrt allerdings... Da wäre was fällig. Eben. Jetzt Schluss damit. Gehen wir. Immer schon bluten. Ja, sehr schön, aber der Drachen besiegt. Und was zum Lesen. Dann in ein Schema. Da geht's raus. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Der Hornstuhl. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Hurra. Pferderennen kann ich. Habe ich einmal ein entscheidendes Fluchen, aber... Ich habe auch mehrere gewonnen. So, Vorsprung gewinnen. Und auf die Ausdauer gucken. Oha. Ja, gut, das haben wir verkackt. Ins Wasser gerannt. Die haben wir verloren. Die Quest. Send erwartet auf uns. Kommst dann vom Weg ab. Ach so ein Dreck. Den holen wir nie wieder ein. Zu schade. Langsamer. Ich würde dich auf einer lahmen Sau besiegen. Der war gut. Ich hab dich unterschätzt. Ja, wenn ich ins Wasser reingerannt wäre. Wirklich ein schnelles Ziel. Auch geschafft. Und ich hab dich überschätzt. Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, hätte ich was gewettet. Nächstes Mal wetten wir. Aber dann gewinne ich. Ja, sicher. Ja, so, jetzt helfen wir gerne mal. So, wollten wir schon am Anfang machen. Was jetzt?
Ja, an Teile dieses Dings kann ich mich erinnern. Hier haben wir. In dem Bereich kann ich mich daran erinnern. Das war. Ich glaube, gegen den Greif haben wir gekämpft, der im Hof gelandet ist. Und das war ein bisschen. Mit der Steuerung war es ein bisschen schmerzhaft. Das meine ich wirklich wortwörtlich. Mit der Tastatur und der Maus da ein bisschen Fingerverrenkungen. Das war ja schon ein bisschen. Oha. Klingelt mein Wecker. Erinnert mich daran, dass ich gleich mal eine kurze Pause machen. Kurz 2 Minuten Pause machen muss. Schnell was erledigen. Sekunde, ich renne hier nochmal kurz hoch. Ich kriege ja schon die Zwischensequenz. Oh je. Neunchen. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der 3. Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären, zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein, wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Weißt du was? Oh, das ist jemand neidisch. Wir sollten diese Diskussion beenden, bevor ich etwas sage, was ich bereuen werde. Wenn du willst. Ich wusste, ich kann auf deine Einsicht bauen. So, jetzt aber zu dringenderen Angelegenheiten. Vor uns liegt ein Haufen Arbeit. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Schon erledigt. Tatsächlich? Welch Einsatz. Dann bleibt nur noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Ja, von dem habe ich gehört. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Na dann piepsen wir mal ein bisschen. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an die richtige Stelle platzierst und damit schneller Zugriff auswählst. Drücke die mittlere Maus, dass du leider die mittlere Maus drückt, den Gegenstand zu verwenden.
Ah, hier ist nichts. So kann ich platzieren. Finde die Quelle der magischen Störung mit Hilfe des Protestaquisitors. Ja. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Sicher. Fangschnaps. Okay. Oh, ich habe ein Signal. Mhm.